Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin auf dem Weg zum Flowtrail Siegen. Da war ich echt lange mittlerweile nicht mehr. Und ich freue mich sehr, ich habe gerade einfach mal ein bisschen Zeit heute, neben den ganzen anderen Terminen, dass ich Zeit habe, einfach mal so zum Spaß Fahrrad zu fahren. Und der Thomas wird kommen, der Marvin wird kommen und wir werden einfach eine Runde Spaß haben am Flowtrail Siegen. Ich habe gesehen oder gehört, dass dort auch ein bisschen was neu gemacht worden sein soll. Da bin ich sehr gespannt drauf. Wir nehmen euch wie immer mit. Ich bin leider heute alleine unterwegs. Ja, wir legen los, ab nach Siegen. So Leute, wir sind in Siegen angekommen. Der Thomas ist auch mit dabei. Der ist heute richtig assi unterwegs. Dennis Rodman, yeah. Ich weiß gar nicht, was heute los ist mit ihm. Er hat einen neuen Lenker. Wie heißt er? One Up? One Up. Di2. Genau. Ja, den testet Thomas heute. Herr Marvin ist noch nicht da, aber wir werden jetzt einmal schon mal eine Runde fahren. Weil, wie man so schön auf Mountainbike-Deutsch sagt, schon mal warm fahren. Ne? Schon mal warm rollen. Ne? Schon mal warm rollen. Ne? Ja, ich bin echt lang nicht mehr hier gewesen. Bin schon gespannt, ob ein bisschen sich was getan hat. Der Anlieger ist ja neu, ne? Ja, und der 7-Meter-Drop. Der 7-Meter-Drop? Ja, den habe ich da gar nicht gesehen. Ja, das ist 2 Meter mehr wie ein Leo-Gang. Ja, ich jetzt extra hingebaut, damit man ein bisschen üben kann für Österreich. Ja, perfekt. Ja, wir radeln mal los und dann gucken wir mal. Ah, schön freigeschnitten. Schön freigeschnitten, ja? Oh nein. Oh nein. Ah. Ah! Oh, ich sag euch, oh Gott, Crash! Leute, fahrt einfach keine Touren mit dem Thomas. Ist einfach immer eine Zumutung. So, wo sind wir denn jetzt hier? Ach, da. Oh, hier geht's ja schon bergab. Ja, finde ich gut, dass du das Warm-up schon machst. Leute, denkt an das Warm-up. Was ist das? Ah, das ist... Ja, und eins. Und zwei. Muskelshirt muss man keine Muskeln für haben. Kann man auch so tragen, wenn es warm ist. Es ist ja auch ein Basketball-Trikot eigentlich, so. Ne? Der Thomas fährt die erste Runde jetzt vor, damit ich weiß, wo es lang geht. Ich war ja lang nicht hier. Gibt direkt einen kleinen Fahrtechnik-Tipp für euch alle. So einen ganz nebenbei Tipp. Anlieger noch nie gefahren, bleibt mal im Sattel sitzen. Wir fahren die ersten 5 Anlieger mal sitzend. Da merkt man richtig, wie man gekippt wird und so. Mega, um Anlieger kennenzulernen. Im Sitzen fahren ist cool, weil du immer im Bike bist und nicht ausgleichst. In diesem Sinne, ab geht's. Ab geht's. Auf zwei. Oh, Thomas hat da irgendein Werkzeug in der Achse. Ja, ihr kennt das wahrscheinlich alle, Anlieger am Sitzen fahren, aus den Dingern von Willing früher. Oh, der ist auch neu, das Stückchen. Oh, der ist auch neu geshaped. Ist ein bisschen... Ah, da muss man ja gar nicht mehr bremsen jetzt. Das ist geil. Thomas, du hast da was in deiner Achse stecken. Ist das normal? Hä? Das da? Ach so, das ist für einen Kinderanhänger. Kennst Ach so? Du nicht? Ja. Ich dachte, das ist die Schnellachse von Cruiser. Bisschen schotterig. Oh, Pfütze. Oh, oh. Ganz komische Linienwahl bei mir mal wieder. Oh, wir gehen direkt rein hier. Jetzt hier ein bisschen Widerstand. Ui! Oh! Auch ein bisschen anders. Oh! Oh, das ist neu!
Experiment Hip. Okay. Also gar nicht als Hip springen, ne? Also aus dem Hip raus, wie wenn du unten Olpe aus dem Anlieger rausspringen willst. Ready? Ja, ich fahr dir einfach hinterher, mach das, was du machst. So, wir versuchen mal eine andere Linie hier, was Neues. Ich bin gespannt hier. Wow, Digga! Ich dachte kurz, es geht schief. Ich habe kurz gemerkt, dass wir eigentlich schon zu schnell waren. Ja. Und dann zu Hause für den Steve. Ja, Steve ist nur am Arbeiten, auch im Urlaub. Hochschalten für Apfel! Hochschalten für Apfel! Hochschalten! War knapp. Ja, das ist echt. War nicht mal ohne da hochzukommen, ne? Ja, ich dachte, ich bleibe jetzt auf der Kante stehen. Oh. Boah, ist alles irgendwie. Oh, Pfütze! Oh, das ist irgendwie alles ein bisschen anders als sonst. Fast zu weit. Ja, ich auf jeden Fall. Oh, mal keine Pfütze hier. Nice. Den kann ich mir nicht geben, den Table. Und da ist auch ein Brett kaputt in dem Table. Die Pfütze, ne? Das war. Die Pfütze war schon groß. Ja, okay. Alter, hast du hoch rausgezogen. Ja, du bist aber hoch, Alter. Da seid ihr ja schon. Ja, mussten noch kurz was klären. Wir hatten,
Wir hatten kurz Streit. Was geht ab, Leute? Ich bin wieder zurück im Auto. Und ja, ich bin zurück im Auto. Und wie ihr seht, vielleicht hier hinter mir steht ein Rad. Und zwar ein Gravel-Rad. Und ich werde mal testen, wie das so ist. Vielen Dank an Bike & Ski Clemens. Der hat nämlich über den Thomas mir praktisch das Rad jetzt zur Verfügung gestellt für ein paar Wochen, dass ich das einfach mal testen kann. Mega lieb. Und dadurch werde ich einfach mal feststellen, dieser Mountainbike-Umschwung auf auch viele Mountainbiker fahren auf einmal Gravel und macht das Sinn, macht das Spaß. Ich habe auch schon überlegt, habe ich Bock auf sowas, habe schon öfter mal nach Bikes geguckt und in den nächsten Wochen werden wir das Ganze mal so ein bisschen testen, ob mir das taugt oder nicht. Wir werden sehen. Und dann gibt es auch noch ein extra Video, ob man wirklich als Mountainbiker auch ein Gravelbike braucht. Schauen wir mal. Ich hoffe, der Tag hat euch gefallen. Mir hat es Spaß gemacht, mal wieder einfach so ein bisschen hier Laps zu fahren und einfach Spaß zu haben. Ganz entspannt, ohne Stress. Lasst gerne ein Abo da. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Und schreibt mal alle eure Fragen zum Thema Gravel in die Kommentare einfach. Und sagt mal gerne eure Meinung schon mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.